Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt, The Darkness 2. Ihr fragt euch vielleicht, warum Teil 2 und nicht Teil 1? Ich habe vorhin ungefähr 2 Stunden Teil 1 aufgenommen, aber ich will jetzt nichts Schlechtes über das Spiel sagen, aber ich fand's dumm. Es wurde mir nicht mal gesagt, was ich alles tun und lassen kann und wann ich mehr machen kann und wie ich was machen kann und. Das Spiel macht bestimmt Spaß, aber wenn mir das nicht erklärt wird, dann habe ich keine Lust. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nicht bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacano. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0,0 war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Okay, dann haben wir soeben kurz die Zusammenfassung von Teil 1 mitbekommen. Ist ja in Ordnung, aber in Teil 1 plötzlich hat man da, ich sage jetzt mal, diese Darkness-Fähigkeit und keiner sagt einem warum und wieso und weshalb und bla bla blups. Also wie gesagt, das Spiel kann bestimmt toll sein, aber ne. Bin da auch ein paar Mal gestorben und musste, weiß ich nicht, eine halbe Stunde neu spielen, weil das automatische Speichersystem gedacht hat, nö, ich speichere mal nicht und so weiter. Deswegen versuche ich jetzt mal Teil 2. Eventuell ist das viel cooler. Eventuell ist es genau dasselbe wie Teil 1. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt mal The Darkness 2. Wenn es dann mal losgeht. Ja, da geht's los. Blutrachen. Was ist das? Können online. Okay, bin ich nicht. Optionen. Brauche ich das überhaupt? Grafik. Passt die Helligkeit an, sodass du den Finsterling. Was für ein Finsterling? Ach so, den Finsterling da. Ach so, verstehe. Aber ich mache es ein bisschen heller, weil auf YouTube sieht man dann vielleicht sonst wieder nichts. So nämlich. Ja, so sagte ich. Audio ist bestimmt ganz gut. Mach's mal noch ein bisschen runter. Du bist meine Mario. Musiklautstärke vielleicht noch ein bisschen. Du bist meine Marionette. Englische Sprachausgabe. Was? Ja, was sonst? Ich mach mal nicht Englisch. Vielleicht ist dann Deutsch, wäre noch geiler. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ansonsten können wir das bestimmt wieder umändern. Ja, darf ich jetzt spielen? Mitwirkende, zum Herunterladen, blablablups. Neues Spiel, legen wir los.
Erzähl mir eine Geschichte. Ich will kämpfen. Ich will eine Herausforderung. Gib mich zum Abschluss frei. Ja, ich will kämpfen. Ich habe im anderen Teil, den ich getestet habe, zwischen leicht, normal und schwer gewählt. Ich habe normal gewählt und ohne zu wissen, was man tun kann und muss, war das echt schlimm. Deswegen würde ich sagen, das nicht. Das auch nicht. Auftragskiller oder Gangster? Ich nehme Gangster, komm. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Das habe ich bereits gemacht. Schau dir bisher bei der Darkness an. Was? Ja, mach mal. Kommt dann wieder dieser komische Typ? Wenn ja, dann drücken wir den einfach weiter. Ja, kommt er. Haben wir gesehen bereits, deswegen weiter geht's. Was steht da? Deine Sammlung aus Relikten. Aha, man kann wieder ganz viel Gedöns einsammeln, offensichtlich. Aber erstmal... Mein Vater starb, sagte er mir. Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Okay. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Wo denn? Nein, nein, das andere rechts. Du bist ein Vollidiot. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Nein, war er nicht. Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Ich bin der Boss. Darf ich mir nochmal... Darf ich nicht, Zwillinge schade. Warten schon. Zwillinge. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Ja, hi. Yo, Billy, wie geht's dir? Ich kann mich nur... hallo. Ich kann mich nur umsehen bisher. Oh, hi. Oh, tut mir wirklich leid. Oh, sorry. Ich habe mich nur ein bisschen umgesehen. Zwillinge. Bitte sehr, Boss. Ja, vielen Dank. Und nun geh weg. Lass uns alleine. Bon Appetit. Dankeschön. Hi, Mädels. Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Ja, klar. Was natürlich. Ist... Na klar tut er das. Ja, ja. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Was zum... Scheiße. Jackie, runter. Verdammt. Mein Date. Okay, das Spiel scheint loszugehen. Bitte, Spiel, erklär mir jetzt, was ich tun kann. Ja, wäre echt nett. Oh, Scheiße. Seht euch sein Bein an. Ihr Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Ich versuch's. Wenn ich, ich werde diese Schweine abschlachten. Jackie, komm in die Finn. Wer hat da gelabert? Ah, leck mich! Mann, ich kann nicht... Verdammt nochmal, ich kann nicht gut zielen. Was, ihr lebt noch? Warum? Stirb! Mein Gott! Die halten verdammt viel aus. Ich muss mich erst ein bisschen in die Steuerung reinfinden, um zielen zu können. Was da? Los, holt ihn euch! Lauf nicht in meine Schusslinie, du Vollidiot! Da, da, da! Holt ihn euch! Festhalten, Jackie! Jetzt kommt die Treppe!
Ah, schon besser. Komm hoch. Mann, ich kann doch kaum zielen, wenn du mich so siehst und was zum Teufel. Mann, Typ, zieh mich ein bisschen sorgfältiger. Ja, bisschen weniger. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ja, kannst du haben. Ich hab ewig nicht trainiert. Aber nur eine. Oh, what? Oh, seid ihr denn bescheuert? Stirb! Da ist noch eine. Ich hab's im Griff, mein Freund. Ich hab's im Griff. Im Moment noch. So, nehmt das. Okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Gut. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Okay. Verstanden. Mann! Warum treffe ich die Schweine nicht? Ist geschafft. Da ist noch einer. Ich treffe die Kerle nicht. Ist echt schwer zu zielen hier. Muss ich sagen. Oh, fuck! Fuck! Hey, lass mich nicht liegen! Oh, fuck. Nicht schießen, da ist Gas. Nicht schießen, da ist Gas. Was denn? Was? Nein! Verdammt! Oh, fuck. War's das jetzt mit uns? Ich hoffe mal nicht. Aber das Zielen war jetzt echt nicht einfach. Ich muss mich zuerst wirklich an das Zielen gewöhnen hier. Winzerlinge angreifen und Feinde werfen. Oh, schöne Tipps da unten. Interessant. Aber ein bisschen ein komischer Ladescreen. Ah, da kann ich die Schwierigkeit jederzeit ändern. Das ist auch schön. Was für eine Kraft denn? Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Heimat. Stärker als ein Vater. Wer bist du? Wo oh, fuck! Weiter? Du atmest noch, was, Dreckskerl? Na los, komm hierher! Ich hab was für dich! Hilf mir! Gib dich mir hin, Jackie! Was soll ich tun? Finsternis freilassen, okay, es reicht. Endlich kann ich dich wehren. Wow. Verdammt! Was zum Teufel ist das? Wow. Hast du das gesehen? Wie geil. Wow, wow, wow. Habt ihr nun davon, ihr verdammten Penner? Oh, ach du Scheiße. Ich heile mich. Dank der Finsternis. Wow. Oh. Hey, geht's dir gut? Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Ich muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Tu ich. Keine Sorge, wer mir erklärt, was ich tun kann. Erstmal alles testen. Da geht nichts. Oh, was? Oh, ups. Ich kann. So kann ich das machen und so kann ich das machen. Wow. Okay, interessant. Was kann ich sonst noch tun? Nicht viel. Alles klar. Kann ich jetzt Zielen üben? Nee, irgendwie nicht. Mal die Flasche. Und die habe ich nicht erwischt. Aber den kann ich bestimmt mitnehmen. Hahaha. Ziele. Ah, Ziele ansehen. Sammle den 14 Meter. Okay. Leuchtende Objekte.
Das da. Ah, das da. Hier, friss das. So, hast du nun davon. Aha, noch mehr. Ah, ich verstehe, noch mehr. Hier, nimm das. Lass mich da durch, verdammt nochmal. Na, Typ? Na, Typ? Willst du Stress haben? Du auch? Hahaha. Jetzt ist mein linkes Vieh weg. Das finde ich jetzt nicht so geil. Was? Ich verstehe. Geil. Oh, was? Geht weg! Jetzt sind meine Dämonen weg. Das ist irgendwie uncool. Warum? Halt, da liegt ein Baseball. Nimm den. Was? Das war kein Baseballschläger. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr verteidigen. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Springen. Okay? X zum Springen, das ist immer gut. Ah, da sind sie wieder. Was zum Teufel? Jenny? Hey, warte! Was, Jenny? Unsere Freundin! Was zum... Schaltkasten greifen. Zerstören! Kabel durchtrennen. Klasse. Eliminieren. Wow. Ach du Scheiße. Seht ihr, das meine ich. Halt leuchtendes Herz. Ich wollte eigentlich das Herz haben. Teil 1 konnte man die Herzen irgendwie fressen. Hier offensichtlich nicht. Wir nehmen ihn mal mit. Oh fuck. Ja, hier wird mir erklärt, was ich tun kann. Und das, genau das habe ich vermisst in Teil 1. Was? Werf Objekte, um zu betäuben. Feuer! Ups. Da habe ich es kaputt gemacht. Nimm das! Eliminieren! Nam! Um entfernte Waffen aufzunehmen. Was für Waffen? Da! Da! Na, vielen Dank auch. Ha! Komm her, du! Ah, das Spiel macht doch schon wesentlich mehr Spaß. Autotür! Aha! Du noch! Feuer! Ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier. Zu viele Gegner, weil ich bin bald kaputt, glaube ich. Das will mir nicht gefallen. Gib mir die Autotür. Sag dir, gib mir die Autotür. So. Geht doch. Ja? Wer will noch aufs Maul haben? Was ist das für eine Werbung hier? Candy Club. Sehr schön. Okay, ihr Penner. Was zum... Ah, das war zu hell. Habe ich verstanden, das war zu hell. In den Stuhl. Da hinten ist er. Ich habe... Was ist jetzt passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, Cutscene, verstehe. Wollte schon sagen, ich kann nichts mehr tun. Oh, wer ist das denn? Ich
hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab es, Ricardo. Er ist hier drüben. Oh oh. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Oh fuck. Was zum? Was zum? Hallo Äffchen, verdammt lang her. Küsschen gefällig? Ich passe, aber danke für die Hilfe. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Spielen? Alles klar. Alles klar. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit The Darkness 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.